Verschlungene Skulpturen, verzerrende Spiegel oder Op-Art-Optik. Diese ganz besondere Rauminstallation lässt Raum und Kunstwerke miteinander verschmelzen. Sie ist in Anlehnung an eine frühere, preisgekrönte Arbeit entstanden. 2009 brachte die Rauminstallation »Was du liebst, bringt dich auch zum Weinen« dem Frankfurter Künstler einen goldenen Löwen bei der 53. Biennale in Venedig ein. 2014 in der Schirn, nun also quasi die Weiterentwicklung. Es ist insofern ein bisschen anders, dass hier jetzt sozusagen der Ausstellungsraum oder die Ausstellung als Funktion betrachtet wird. Und das heißt eben hier auch, was man ja dann auch sehen kann, dass eben der Raum selber, also sprich die Wände, der Fußboden, dann aber auch Objekte, die normalerweise in so einem Ausstellungsraum als Logistik vorkommen, nämlich die Bänke und aber auch noch eine Skulptur, ein Objekt, das sehr typisch wie eine Skulptur aussieht, dass das sozusagen alles zu einem zusammengefasst wird und man sozusagen nicht mehr weiß, wo fängt denn die Kunst an und wo hört sie auf. 60 Arbeiten Rehbergers bieten einen umfassenden Überblick über 20 Jahre seines künstlerischen Schaffens. Zum ersten Mal findet eine solche Ausstellung in Rehbergers Heimatort statt. Naja, so gut wie. Geboren in Essling am Neckar, studierte er von 87 bis 93 an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste, der Frankfurter Städelschule. Die Kunst des weltweit renommierten Künstlers wurde bereits auf der ganzen Welt ausgestellt, unter anderem in Seoul, Madrid, New York oder London. Da ist die Schau in der Schirn ja quasi ein Heimspiel. Ja, ist mal schön, ist mal anders. Man kann in seinem eigenen Bett schlafen, man sieht seine Kinder trotzdem und man ist, hoffe ich, heute Abend nicht allein auf der Eröffnung, sondern sind auch ein paar Freunde da. In der Ausstellung Tobias Rehberger Home and Away and Outside gibt es auch auf den zweiten Blick viel zu entdecken. In die sogenannten Handicapped Sculptures hat Tobias Rehberger vermeintliche Fehler eingebaut. Bei genauerem Hinsehen tropft die Skulptur. An anderer Stelle entspringt einem runden Wandbild eine Kuckucksuhr, genau alle 15 Minuten, um dann so, als wäre gar nichts gewesen, wieder im Kunstwerk zu verschwinden. Tobias Rehbergers Arbeiten sind eine Hinterfragung der Funktion, der Ästhetik von Kunstwerken. Es ist ein Angebot eigentlich auch an den Betrachter, beziehungsweise sind es Skulpturen, die ganz andere Funktionen auch einnehmen. Kunst bei ihm kann ein Kaffeehaus sein, eine Kuckucksuhr, eine Spendenbox, etwas ganz Persönliches, Individuelles, Alltägliches und gleichzeitig auch große Kunst sein. Besucher können sich also auf einiges freuen. Doch vor allem können sie großartige Rauminstallationen genießen, in denen es in jedem noch so kleinen Winkel jede Menge zu entdecken gibt. Noch bis Mai können interessierte Besucher in der Schirn auf Entdeckungstour gehen.